Flamme der Ahnen. So. Jetzt haben wir hier Rüstung und hier Gesundheit, genau. So. Da. Yay. Froststurm. Gegner im Frostgebiet wird geschädigt und eingefroren. Nein, kein Siegerwiederzauber, bitte. Dafür. Sollen wir nehmen? Ja, lassen wir das mal so. Gehen wir noch zum Händler. Reparieren, handeln und verkaufen. Schauen wir, ob wir neue Items haben, die man ansehen kann. Ne, leider nicht. Das Machtgewand können wir immer noch nicht tragen. Ah, das kann man nie tragen. Okay, dann gehen wir raus aus dem Gebiet. Und jetzt noch hier drinnen. Der hatte schon gehabt, der Stadt der Verrufe. Wieso braucht er noch einen zweiten? Da hat man ein blaues. So. Quest abgeben. Müssen wir zum Herulf Hang. Okay, dann müssen wir wieder zurück.
schön im Zickzack nach oben laufen. Ja, kein Polarlichter. Schade. In diesem Game fehlen die Polarlichter. Das macht mich traurig. Ich bin so verwöhnt worden von diesem Skyrim. Von den Polarlichtern. In den Schneegebieten. Schon wieder herauffangen. Oh je, die Quests nerven. Dafür ist der Mond recht schön. Bisschen undetailliert, aber noch nichts. Und viel zu überbeleuchtet. Spielt Alcius nicht, oder was? Nehmen die keine Gebäude ein? Ja. Ich dachte es mir, wir müssen wieder hoch. Oh je. Prüfungen des Geistes. Ja, wir müssen einfach ziellos in ein Gebiet und wieder zurück und wieder ins Zielgebiet, wieder zurück, wieder ins Zielgebiet, wieder zurück. Und dann ist das ist für den Geist. Das ist gegen den Geist. Oh je. So. Ja, nach Birka, genau, müssen wir gehen. Und hoffentlich hat's da wieder Quests. Wir brauchen noch mal ein bisschen mehr als die Hälfte für das nächste Level. So.
Quest hier hinten. Das ist noch die Quest hier zum Abgehen. So, Jägertrainer ist hier. Genau, die hat noch eine Quest. So. Also dann beende ich hier mit die Folge. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann machen wir die Quests. Tschüss, euer Drago Basler. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin jetzt mit dem Schützen hier, wo wir mal gelevelt haben ein bisschen, gefarmt haben. Und ich habe die Space Schilddurchbohrung sehr stark. Mit aufladenden Pfeile auch sehr stark, ist ein Buff, wo man Leben und Mana verliert, dafür viel mehr Schaden macht. Ein frierender Pfeil, also Wintereinbruch heißt er. Und Beweglichkeit. So. Greifen wir mal mit der flachen Pfeil an. Ja, macht schon ein bisschen Schaden. Wir müssen hier junge Yeti töten. Und hier die Ruine, den Runenstein in den Ding tun. So. Jetzt können wir die Quest abgeben. Hier müssen wir noch kurz hin. Genau hier. Und dann geht's schon nach und. Ja, ich habe einen Schützen gemacht, um ein bisschen zu farmen dann. Damit mein Magier es ein bisschen leichter hat. Ich hoffe, es geht relativ gut mit dem Jäger, mit dem Schützen. Und ja. Sonst hat ein Barbaren, der ist ja auch schon Level 15 oder 16, glaube ich. Und ja. Aber Fortschritt ist ja erkennbar, sonst kann ich mit Magier auch ohne Atem eigentlich relativ gut farmen. Es geht halt einfach lange, aber pff. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Kann ich ja auftauchen, also offline, also nicht in der Aufnahme machen. So, Level 11. Jetzt müssen wir schauen, welche Gebiete ich noch machen muss. Ja, genau. Ich muss sie einfach mal betreten und dann geht es so weiter. Das ist eine Quest einfach zum Erkunden. So, gehen wir hoch. Leckt ein bisschen, komischerweise. Und das in der Nacht. So, wieder Zickzack. Dieser Weg.